Hallöchen, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Crossout zusammen im Xar. Moin. Moin. Das letzte Mal habe ich nur Scheiß gebaut. Soll's besser werden. Ja, ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet und zwar ein Panzergestell habe ich jetzt schon mal so ein bisschen zusammengeschraubt. Und dabei sind zwei ungelenkte Raketenwerfer. Dazu werde ich jetzt versuchen, noch oben irgendwas anderes drauf zu machen. Ich weiß noch nicht, was so die ideale Kombiwaffe ist für einen Raketenwerfer, wenn ich noch 4 Punkte habe. Da weiß Xar bestimmt was. Ah, jetzt habe ich ihn überfallen. Du kannst doch den kleinen ranbauen. Also die Wasp, die hat 4 Punkte Energie und schmeißt auch mit Raketen. Also passt ja dann dazu. Achso, nochmal Raketenwerfer. Ich dachte dann vielleicht noch eine Waffe, die irgendwie die Schwäche von den Raketen ein bisschen ausgleicht. Ach so, ja gut, dann könntest du noch eine Schrotflinte oder wenn du auf noch mehr Reichweite gehen willst, da die Cricket eher für, ich sag mal, Nahkampf ist, wenn man zumindest anständig treffen will, dass du die Pyre, also die Lenkraketen draufpackst. Ich glaube, die brauchen mehr Punkte. Nein, die brauchen, also Pyre braucht nur 2 Punkte Energie, also könntest du gar 2 draufbauen. Warte, wo sind die denn? Moment. Wie heißen die? Fire? Fire, also P-Y-R-E. Fire. Die habe ich nicht. Okay, interessant. Dann hast du halt auch nicht alle Teile bekommen. Nee, das sind lenkbare Raketen, oder was? Ja, selbstgelenkte Raketen. Ach also, du, ja, nee, da bin ich auch richtig gut mit. Nee, klar. Du musst nur warten, bis das Faden drauf, Kreuz drauf snappt, fahrst sie ab und kannst zuschauen. Das ist ganz simpel eigentlich. Aha. Nee, ist super. Vielleicht nehme ich Kaukasus, das vor allem automatisch feuernde Maschinengewehr. Das kannst du natürlich auch machen, aber wie gesagt, die feuert und zielt dann halt selbst. Also. Das ist dann auch so ein bisschen eher dümmlich, ne? Nein, also du kannst dich dann praktisch aufs Zielen mit den Crickets konzentrieren, während die eben selbstständig die Ziele befahren, die da um dich rumfahren. Oh, das ist aber ein Klotz. Uiuiui, das ist ja ein Klotz. Ja, dann solltest du nach Möglichkeit irgendwie oben draufsetzen. Ja, natürlich, damit er dann auch, erhöht, dass er auch rund seinen Radius hat, ja. Genau. Mir ging es jetzt nur gerade darum, wie ich den jetzt noch panzere, dass der nicht total frei steht. Und vor allem, ich komme jetzt schon auf 6100. Kommst du da hin? Ja, ne? Oder? Ja. Okay. Ja, also mein normalen Raider, den ich sonst immer fahre, der hat meistens zwischen 8 und 9,5. Du machst mir sehr viel Angst. Das muss naja, ich mal loswerden. Wenn die schweren Raids fahren will, dann sollte man auch entsprechend gepanzert und bewaffnet sein. Sonst sieht man da echt kein Land. Ja, wir wollen in der Tat mal raiden. Du sagst jetzt was von schwer. Jetzt kriege ich Angst. Ich wollte nur mal raiden, ne? Naja, ich meine, wir müssen jetzt auch keine schweren Raids machen. Ja, ach Gott. Weiß gar nicht, ob ich Benzin habe, fällt mir da ein. Warte mal. Ja doch, hab 200 Benzin. Das ist ja immer noch dieser Account, den ich bekomme. Da habe ich jetzt natürlich keine Ahnung, ob ich da gut mit Benzin bestückt bin. Aber... funktioniert. Benzo. Alles. Oh, fantastisch. Fantastisch. So, jetzt muss ich hier hinten noch ein bisschen panzern. Da habe ich hier habe ich einen Gasgenerator drin, da habe ich den leichten Motor wieder drin, dass man auch diese ganzen schweren Panzer, ja, diese ganzen schweren Panzerungen hier entsprechend tragen kann überhaupt. Oh, hier seitlich, ne? So. Müssen wir noch gucken, dass ich hinten noch eine Panzerung hinkriege. Das richtig Lustige wird wahrscheinlich werden, wenn ich das Ding jetzt in Bewegung setzen will. Ich fürchte fast, das bewegt sich nicht. Aber wir werden sehen. Ja, auf das Gewicht sollte man natürlich auch ein bisschen achten. Ich finde, das ist überbewertet. Also was ein richtiger Panzer ist, der achtet doch nicht aufs Gewicht. Also wenn er vorwärts kommen will, hallo, das schon tun. Ein Panzer. Der kann im Zweifelsfall auch einfach stehen
Und dann ist gut. Dann schießt er halt da. Ich habe Raketen, also da muss man sich ja nicht bewegen. Sollte schon. Kommst du mir jetzt mit? Und mein Panzer super. Achso, das Ding schießt ja automatisch. Ich dachte gerade schon, warum schießt er nicht? Ja. Schießt automatisch. Warum schießt er nicht? Das dauert aber. Hast du einen Radar drauf? Weil dadurch erhöhst du die Reichweite von dem Sichtbereich, was das Ding hat. Nee. Oh ja, aber doch geht. Obwohl, naja. Nee. Ja, da müsste ich echt ein Radar dran machen. Also der kleine Radar reicht eigentlich. Ah, der braucht eine Energie, ne? Nee, der normale Radar braucht keine Energie. Oh, nur okay. Moment, das muss ich kurz nachgucken. Verbessertes Radar habe ich hier noch. Und der schwere Radar. Ach, Detektor? Nee, hier, der Radar-Detektor ist ja wieder was anderes. Ja genau, der Radar-Detektor braucht Energie, aber er deckt eben auch Gegner hinter Strukturen auf. Okay, gut, nö, fantastisch, jetzt weiß ich nur überhaupt nicht mehr, wohin mit dem Ding. Wenn er mir weggeballert wird, ist ja wahrscheinlich meine Reichweite auch dahin, ne? Richtig. Das ist super. Vielleicht nehme ich doch den kleinen. Kann man den da nicht reintun? Ein doof. Sau doof. Das sind ja so die kleinen Gemeinheiten, weißt du? Rechnest du einfach nicht mit. Ja. Okay. Gut, wir müssen kreativ werden. Ich sehe schon. Dann machen wir das jetzt so. Jetzt gar nicht mehr da dran. Ach komm jetzt. Das ist doch doof. Ich mag nie mehr spielen. Dann machen wir das halt so. Und kann man da rausbauen mit? Ich nicht. So vielleicht. Das ist fantastisch. Den Radar kann ich aber komplett einkapseln. Den kannst du auch irgendwo innen reinstellen, ja. Das stört nicht. Immerhin. Fantastisch. Bisher sah es eigentlich nach einem guten Panzer aus, den ich habe. Jetzt hat er da hinten so ein... Ich wollte es dran. Aber echt. Bisher war ich eigentlich optisch ganz, ganz zufrieden mit dem Teil. Jetzt habe ich wieder... Nur weil der Xader kommt und sagt, hast du da dran gedacht? Ja. Statt dass der einfach mal ruhig ist. Muss der mit sowas kommen? Kannst ja einen Antrag stellen, vielleicht, das hier. Ja. Boah, das ist kacke. Sieht das hier auch noch blöd aus. Da machen wir jetzt. Pass mal auf. Aha. Machen wir jetzt.
Oh, habe ich hier die, habe ich hier die Hupen? Keine Ahnung. Moment. Moment, Moment. Moment, wenn das jetzt... Was war Hupenhaar, ne? Ja. Ach verdammt, die Hupe heißt rechts ranfahren, aber die macht nur... Mäb. Ich dachte, die sagt dann auch durch. Bitte fahren die rechts ran! Ja, nee, leider nicht. Och, Mano. Ich habe hier keine anständigen Auspüffe. So. Keine Auspüffe. Ja, nicht so. Ach, da gibt's noch andere. So. Das ist doch fantastisch. Ja, die sind jetzt nur voll der Kanone im Weg. Nee, fantastisch. Bin zufrieden mit dem, was ich hier mache. Total. Liegt aber nicht so. Ach ja. Darf man nicht so eng sehen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Hast du, bist du schon soweit, oder? Ich bin hier eigentlich nur noch so ein bisschen am, Warum frage ich? Verschönern. Verschönern. Hm. Mhm. Ja, warum frage ich auch was? Fantastisch, dann werde ich jetzt hier noch so ein paar Sachen dran ballern. Ach ne, die Erfahrungspunkte bringen ja hier nichts, ne? Bei Raids, oder doch? Erfahrungsboost-Dinger da, diese... Ja doch, du kriegst ja auch am Ende eine EP. Ah, okay. Dann gibt das hier... Mega. Auf. So. So. Was ist das denn? Außenkotflügel brauche ich nicht bei Ketten, das ist ein bisschen doof. Instandhaltungsschild. Ganz wichtig. So. Und dann haben wir hier ein paar Schlafsäcke, ne? Das ist immer das Allerwichtigste bei jedem Panzer. Na klar, wenn man mit seinem Panzer campen fährt, dann sollte man auch einen Schlafsack dabei haben. Genau. Schön auf dem Zeltplatz damit rumpeln. Das ist genau. Beste Idee. So. Fantastisch. So, und jetzt machen wir den Panzer. Dann müssen wir noch natürlich ordentlich anmalen. Wir nehmen Muster Gefahr. Fantastisch. Fantastisch. Ich wäre dann soweit. Ja, also. Ja, ich setze noch kurz einen Teil hin und bastel ein bisschen Farbe drauf. Dann wäre ich auch bereit. Du bist selbst dran schuld. Noch hättest du fliegen können. Tja, ich mach dann halt direkt den, oh Gott, was ist das denn? Und lief dann den Raid. Ja, genau. Weißt du, 100 Benzin raus, scheißegal. Mit ja, dem kämpfe ich nicht. Was gibt es denn für, Raids gerade? Wie schöne, bestimmt. Weiß ich nicht, keine Ahnung, Moment. Raids, wir haben zur Auswahl Verteidigung, Old Town. Ach, das sind die kleinen, Moment. Geleitzug. Für den Schutz eines Konvois mit wertvollen Ladungen wurde eine Belohnung ausgeschrieben. Die Raider für gewöhnlich, okay. Also das ist Mittel, oder? Also 40. Mittel. Mhm. Jo, das wäre eigentlich schön. Und eine Invasion habe ich noch in Mittel. Aber Geleitzug hatte ich noch nie. Also insofern, ja, wäre ich auch schwer dafür. Wollen wir? Geleitzug macht Spaß, ja. Moment, dann muss ich aber kurz 40 Benzin hier reinkippen. So, dann wäre ich bereit. Okay. Läuft. Okay, und jetzt spawnt hier irgendwo der zu beschützende Truck oder was auch immer und... Der ist direkt hier bei uns und wir müssen immer in seiner Nähe bleiben, weil sonst wird er langsamer und... Ach, wahrscheinlich wird eventuell auch zu langsam für den. Nö, passt auch. Na gut. Jetzt haben wir hier drei Panzer. Mhm. Hm.
Ah, verdammt. Huch, hallo Xa. Nicht eine ganze Zeit. Seit wann hast du denn auch Ketten eigentlich? Seit ein paar Wochen. Seit ein paar Wochen? Wochen! Ja, eine habe ich mir gebaut und die andere habe ich mir gekauft, weil ich aus der lila Lootkiste ein Item bekommen habe, was ich nicht wollte und brauchte. Und habe das dann verkauft und mir dafür dann eine zweite Kette gebaut, gekauft. Okay. So ein Munitionsbehälter hätte ich mir noch irgendwie drauf klatschen sollen. Ja, das wäre bei Raketen nicht verkehrt gewesen. Aber wie war das beim Raid? Kriegt man irgendwie nach einiger Zeit nachgefüllt, habe ich gehört. Ja, aber dazu muss das komplett leer schießen und muss dann 1 Minute 30 warten, bis es wieder aufgefüllt wird. 1:30, das ist krass, okay. Also der Vorteil ist natürlich, wenn man die Geleitzüge hier kennt, kann man so ein bisschen abschätzen, wenn man ein paar Ruhepausen hat, ja. Schießt sich vorher leer und hat dann eben dann entsprechend wieder Kommen die eigentlich Munition. Immer von vorne oder können da auch welche von hinten angedackelt kommen? Können auch mal welche von hinten bzw. von der Seite kommen. Okay. Aber jetzt haben wir erstmal ein Minenfeld, das wir hier gerade räumen. Also. Und dann haben wir noch ein bisschen Pause, bis die nächsten Gegner kommen. Beziehungsweise, was auch noch eine Möglichkeit wäre, sich halt einmal zu sprengen, wenn die Munition alle ja. sein sollte. Ja, das ist dann so die letzte Möglichkeit. Warum kommt denn der nicht hier? Schieb den mal an. Je mehr Leute bei dem LKW sind, desto schneller fährt er. Ach so, okay. Das wusste ich nicht. Also, wenn alle vier wegfahren, dann bleibt er praktisch stehen. Ah. Alles so die Kleinigkeiten. Naja gut, ich sag mal, mit der Ausrüstung, die wir haben, ist das hier eher ein Kindergarten bei Medium. Ja gut, weil wir ein paar kleine mit drin haben, also da helfen wir dann schon ein bisschen. Mist. Ach, diese Schnellen sind echt teilweise ein bisschen fies. Ja, also am besten ist es, wenn du wartest, wenn sie kurz anhalten zum Wenden ja, oder ja. irgendwo hängen bleiben. Ja, der war halt gerade so schön vor mir, da dachte ich, komm, Christian, ich habe nur noch leicht erwischt. Aber mit den Raketen macht durchaus. Was schießt hier? Hinter uns. Nein, nicht hinter uns. Nicht mehr. Okay, aber das finde ich schön, diese Verteidigungsmission, muss ich ganz ehrlich sagen. So Eskorte. Hat man bisher noch nicht, also ich noch nicht. Ja, ist halt auf Dauer gesehen relativ langsam, da man schon vorhersehen kann, welche Gegner aus welcher Richtung kommen. Aha. Mist, das war dumm. Ups. Oh, ich heb mal kurz unseren Freund da hinten auf. Mach das. Ich habe jetzt leider keine Raketen mehr. Er beendet schon. Bin ich kurz am überlegen, ob ich mich in die Luft springe, aber bis ich dann wieder bei euch bin. Der Spawnpunkt ist hier gleich um die Ecke. Also du wirst vielleicht 10 Meter weiter spawnen, aber du solltest dich nicht neben dem LKW hochspringen. Das macht bei dem auch Schaden. Ach so? Aber meine Raketen machen keinen Schaden, oder? Weil ich habe dem gerade ordentlich vor den Latz geknallt. Okay. Nur Selbstzerstörung macht Schaden. Okay. Ach komm, das kriegen wir hin. Meine Bombe ist auch noch gut. Die Säge! Du hast keine Säge. Ach nee, ist keine Säge.
Das ist nur ein Panzer ohne Kanone. Warum ballert der nicht? Weil er keine Waffe mehr hat. Nee, ich. Achso. Keine Ahnung. Jetzt. Bin irritiert, aber es ballert nicht. Na gut, gleich habe ich wieder Raketen. Ich glaube, das ist zu nah gewesen. Der kann nicht so richtig nach unten ballern, schätze ich. Achso, wenn du ein bisschen zurückgesetzt hast, ja. Ich hänge. Ja, das ist so eine kleine Sache, die echt nervt. Der LKW, der schiebt einen meistens irgendwie ganz blöd weg, wenn man jetzt in seinen Weg steht. Und da hast du dann echt Probleme manchmal, dann wieder aus der in die Ecke gequetschte Ecke zu kommen. Ey! Der lebt ja immer noch. Ich dachte, der Vario wäre schon längst in die Luft geflogen. Der brennt hier seit gefühlt einer Viertelstunde. Der brennt da schon munter über sich hin. Ja, danke auch. Der ist mir voll in die Raketen reingefahren, der Cyberkid. Geh doch mal weg! Wie stellen Sie mir meinen Weg? Meine MG macht relativ wenig, also muss ich mal gucken, genau, ich glaube, ich muss die ein bisschen, die Panzerung ringsrum muss ich ein bisschen wegnehmen, die kann da zu wenig ballern, glaube ich, ja, zu wenig das Spielraum. Das kann durchaus sein, das sollte man beim Bauen natürlich auch immer beachten. Ja, ich dachte, weil die so hochgebockt ist, dass das geht, aber es ist... Was, der lebt noch? Kann doch nicht wahr sein. Oh, meine Raketen sind weg. Super. Schon wieder? Nee, ganz weg. Ach, weggeschossen. Ich habe die mir selbst wohl weggeballt. Ich war zu nah dran. Das muss ich wohl beachten. Ich dachte, du hast ja gesagt, man kann keinen Schaden machen am LKW. Ja. Und ich dachte, das trifft dann auch auf mich selbst zu. Oh, nein, nein. Aber die Raketen machen bei mir selbst schon Schaden, ja. Wenn du zu deinem dran stehst, schon, ja. Fantastisch. Also irgendwas ist mit meinem MG nicht in Ordnung. Ja, hatte ich dir vorher schon gesagt, wenn du beim Bauen F drückst, dann kannst du auch nochmal den Waffenschussradius dir anzeigen lassen. Und dementsprechend dann die Panzerung anpassen. Hm. Also ich denke, bei dir ist es so, dass du einfach nicht weit genug nach unten zielen kannst. Ja. Das scheint mir so. Aber selbst aus der Entfernung macht der nichts. Hm. Das verstehe ich halt nicht. Der macht eigentlich gar nichts, um genau zu sein. Er dreht den Kopf. Er dreht den Kopf und das war's auch. Jetzt nach hinten schießt er, aber das ist doch unlogisch. Also diese Auto-MG, ich glaube, die tausche ich aus gegen eine normale. Die. Ja, oder wie gesagt, halt die Panzerung ein bisschen anders anbringen. Ja, aber auch selbst da, der schießt jetzt immer nur papapapapam. Und dann hat er schon wieder Cooldown, also. Ja, ja, der feuert auch nicht lang. Also der ist sehr schnell überhitzt und muss dann erst wieder ein Päuschen machen. Ja. Doof.
Da sägt was. Jo, gleich nicht mehr. So. Ich habe versucht, durch Rammen zu helfen. Hey, immerhin ist meine Panzerung jetzt weitestgehend weg. Jetzt schießt er auch ab und an. Ja, dann lag es wirklich daran, dass du da eben zu arg eingebaut hast. Scheinbar, aber das ist nur eins hoch gewesen, also erstaunlich. Ne, zwei hoch. Ja, okay. Ja, zwei hoch ist eigentlich selten gut. Ja, aber ich dachte, weil der so hoch, richtig hoch gebockt ist, ne? Eigentlich huckt der wunderbar drüber, aber war nix. Naja, kleine Schönheitsfehler. Alles Erfahrung. Aber wir schaffen's, oder? Also, ich meine, der hat jetzt nur 40. Das ist jetzt die letzte Gegnergruppe. Jetzt kann ich ja mitballern. Bisschen zumindest. Nimm den da! Das ist echt schlecht. Also dieses Gerät, weil du es überhaupt nicht steuern kannst, ist echt übel. Ja, du schießt halt einfach auf den nächstbesten Gegner. Ja, ja, eben. Und selbst wenn du vor den anderen fährst, du weißt nicht, dass er sich den ausguckt. Übel, übel. Eine sehr lange Mission im Vergleich zu den anderen. Ja, ja. Hast du das Gefühl, aber die anderen gehen schneller? Ja, gehen auf jeden Fall schneller. Aber ich muss sagen, Geleitzug ist eigentlich eine der einfachsten Missionen, die du machen kannst. Ja, schien also, jetzt nicht sehr schwer, das stimmt, ja. Ja gut, die hatten jetzt auch entsprechend Waffen dabei, aber selbst mit leichteren Autos ist sie noch sehr gut zu schaffen. Und bei den Türmen, also Türme verteidigen, ist halt manchmal auf den Maps so blöd, dass die entweder ewig weit vom Spawn weg sind. Das heißt, der Turm ist schon halb kaputt, bevor du überhaupt dran bist. Ja, das hatten wir ja schon auch gehabt, ne? Das ist manchmal ein bisschen nervig. Hallo. Wenn du zu stark gepanzert bist, also sprich zu langsam, dann ist es bei Frachtgutrennen auch immer sehr problematisch, dass du einfach nicht schnell genug auf die Punkte kommst, um die einzunehmen. Ja, also ich meine, nichts ist so heftig wie diese, wo du gegen die Leviathane kämpfst. Wie war das doch gleich? Genau, ja. Aber das sind ja von Spielern gebaute Fahrzeuge. Also ja, ja. Vor denen sollte man sich dann echt in Acht nehmen. Also das ist eigentlich so die heftigste Geschichte. Das war doch auch, oder war das ein Brawl? Nee, das war auch so ein ganz normales Ding ins Kirchen hier, ne? So ein Raid. Ja, genau. Ja. Ja. Gucken, ob ich das jetzt mit der Panzerung. Nee. Das Ding kriege ich nicht tiefer. Das heißt. Ah, hinten wird schwierig. Ja, hinten hat es jetzt halt keine richtige Panzerung. Naja, gut, das geht doch trotzdem. Gut, ja. Och, ich fand das aber ganz okay. Also mit den Raketen, wie gesagt, ich würde jetzt mir vielleicht dann doch noch. Also oben das Ding tausche ich aus. Und dann brauche ich auch diesen scheiß Radar nicht. Und dann mache ich lieber stattdessen eine Munikiste dahin. Verschachtel die noch ein bisschen. Munitionspaket, da haben wir es. So. Ist aber auch gleich das große Paket, oder? Das Erweiterte nennt sich das, ja. Genau, ja. Das lohnt sich mehr. Richtig, denke ich, hoffe ich zumindest. Und dann. Es lohnt sich dann auch richtig, wenn es in die Luft fliegt. Ja, deswegen sollte man es auch so hier verbauen, dass es eben nach Möglichkeit nicht so schnell beschossen wird. Ja, nö, mache ich. Easy. Eine meiner leichtesten Übungen. Ja, nö. Vielleicht muss ich das auch noch irgendwie. Ah, das lässt sich nicht so gut unter den Panzer oder so bringen, das Munitionspaket. Das ist so wuchtig, riesig. Das wird schwierig, ja, weil es echt groß ist. Ja, da muss man so ein bisschen Risiko wahrscheinlich eingehen.
Naja gut, ich meine, du hast ja seitlich die Ketten, das sind ja schon sehr gute Panzerungen. Und wenn du es dann irgendwo direkt hinter die Kabine packst und noch ein bisschen Panzerung drumherum, geht das eigentlich. Gut, dann wäre ich abfahrtbereit für die nächste Folge oder für das nächste Match, was auch immer uns da in den Sinn kommt. Ich denke mal, das Raketenpanzerchen hier ist schon mal okay. Ja, es ist optisch noch nicht so die Wucht. Da muss noch irgendwas passieren. Was mache ich mit der Farbe? Warte mal. Nebel. Es gibt eine Farbe Nebel. Ja, Ha! gibt's. Ja, gut. Okay, damit ist alles klar. Perfekt. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hoffe ich zumindest, wenn es euch denn gefallen hat. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis dann. Ciao. Ciao.